Hallöchen, ihr Lieben, ich bin wieder da. Ja, also ich wollte euch heute mal wieder meine Lieblingsprodukte der Woche machen. Heute ist ja mal wieder Sonntag. Dann wollte ich euch noch die zwei Geschenke zeigen, die ich gestern auf dem YouTuber-Treffen gekriegt habe. Was ich mir für Sachen gekauft habe, weil wir waren gestern auch wieder unterwegs. Aber zu Beginn möchte ich erstmal was zu dem gestrigen Tag sagen. Also, ich muss sagen, es war witzig. Es war mal etwas Neues, andere YouTuber so persönlich kennenzulernen. Die Chrissy, die Cindy, die Diana, die Melle. Wer war noch da? Und noch so ein paar andere, die waren auf jeden Fall alle total lieb und herzlich. Und ja, also ich fand das halt so toll, die mal so persönlich zu sehen, sich auszutauschen, über die Person halt neue Sachen zu erfahren. Da waren teilweise auch nur Zuschauer bei, wo ich dann gefragt habe, du machst aber keine Videos, oder? Und dann kam so, nee, nee, ich bin nur Zuschauer. Fand ich aber auch gut. Ja, wir haben uns da erst alle vor der Tiergalerie getroffen. Ich stand da erstmal eine ganze Weile, habe mir durch den Kopf gehen lassen, stehe ich hier überhaupt an der richtigen Stelle. Dann ist das aber passiert, dass auf einmal alle, wirklich alle, Chrissy und Diana und so weiter, standen da auf einmal. Und ich habe mich dann halt dazugestellt, habe halt gesagt, wer ich bin. Manche wussten dann auch, was mit meinem Namen anzufangen. Zum Beispiel eine andere YouTuberin. Mit ihr habe ich mich dann auch eine ganze Weile unterhalten. Dann haben wir uns auf den Weg gemacht zu einem Café. Sind da erstmal auf so einem Platz stehen geblieben. Da wurden Videos gemacht und Fotos und mir wurden auf den Handrücken Sachen geswatcht. Ist halt das Übliche, ne? Ich und Swatchen, das passt ja immer zusammen, also von daher. Dann sind wir irgendwann zu so einem Café gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Inoflora oder so heißt das. Es ist auf jeden Fall in der Nähe von dem Weihnachtsmarkt. In der Nähe von dieser Pyramide da, da haben wir uns draußen halt so auf eine Bank gesetzt, haben uns unterhalten und alles. Dann ist Chrissy irgendwann abgehauen, also Chrissy Cosmetics, weil sie noch weg wollte, beziehungsweise nach Hause fahren wollte, ist ja jetzt auch egal. Dann wollten noch einige, ja, Melle und Dana macht auch Videos. Ich weiß gerade nur nicht, wie sie hier in YouTube heißt. Und noch so zwei Zuschauer und noch irgendjemand, von der weiß ich den Namen allerdings auch nicht, wollten noch in die Tiergalerie. Habe ich mich halt angeschlossen und bin mitgegangen. Sind wir erstmal schön bei Primark rein und haben da erstmal ordentlich durchgeguckt und uns ein paar Sachen mitgenommen, dann sind wir noch ein bisschen weiter in der Tiergalerie unterwegs gewesen, sind dann auch bei Only noch drinne gewesen und am Ende, weil ich da noch unbedingt rein wollte, bei DM, ja, bei MAC waren wir auch, da ist neben MAC ist auch so ein Laden, ich weiß nicht, wie der heißt. Der hatte auch so einen Kosmetik-Adventskalender, hat mir persönlich sehr gut gefallen. Nur 19,95 war ich nicht bereit dafür auszugeben. Also ich könnte mir auch selber so einen machen. Ich glaube, das werde ich nächstes Jahr auch mal machen. Mache ich mir selber meinen Kosmetikkalender. Ja, war halt so an sich ein schöner Tag. Dann noch hinterher, wo wir da halt bei DM auch fertig waren, noch zu den anderen nach oben gefahren in diese Getränke-Oase. Haben uns da dann noch ein bisschen ausgetauscht. Dann bin ich irgendwann gefahren. Ja, das war so der große Tag. Es hat mir persönlich sehr gut gefallen.
wäre ich bereit, immer wieder aufs Neue zu machen. Also wenn irgendwie noch mal so ein YouTuber-Treffen in Dortmund, Essen oder Bochum oder so sein sollte, wäre ich bereit, dahin zu fahren. Nur das schon mal am Rande. Na gut, kommen wir jetzt mal zu meinen Lieblingsprodukten der Woche. Da habe ich hier das Zuckerschnute. Also die Flasche ist schon halb leer. Ich liebe diesen Duft davon. Er ist so richtig süßlich und lecker. Ich glaube, ich werde von dem Zeug nie mal loskommen. Dann von der New Formula Quadro Eyeshadow Palette von Essence. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon gesagt habe. Egal. Dieser Weißton. Den benutze ich momentan sehr, sehr gerne zum Highlighten. Und die Vampires Love LE. Upp. Da benutze ich total gerne diesen roséfarbenen Ton. Und dieses dreckige Gold. Das dreckige Gold ist so genial, also kann man wirklich nichts gegen sagen. Und es ist richtig, richtig geil. Kann ich wirklich auch jedem nur mal so ans Herz legen, wenn ihr die Vampires Love LE, also diese Palette seht, swatcht euch diesen dreckigen Goldton. Also er ist wirklich wow. Dann habe ich ja zwei Geschenke bekommen. Habe ich aus einer Tüte, ich weiß gar nicht von wem das war, ich glaube von Diana oder so, habe ich Nagellack gezogen. Das ist die Farbe 015 Gracious. Es ist so ein Lila, finde ich auch sehr schön. Erinnert mich an einen lilafarbenen aus dem alten Pitu-Sortiment. Ist, glaube ich, jetzt schon irgendwie 4, 5 Jahre oder so her. Da hatten die noch andere Flaschen und er erinnert mich sehr stark daran. Und bei der lieben Sandmilli, also bei der Sandra. Sandra, du bist auch so eine Herzliebe, also mit dir kann man sich auch gut unterhalten. Habe ich so eine Zahnbürste gezogen. Sie hatte eine ganze Tüte voll mit Zahnbürsten dabei, wo jeder eine ziehen durfte. Naja, Zahnbürsten kann man nie genügend haben. Und wie hat die Sandra das gesagt? Wahre Schönheit kommt von innen. Ja. Gut, kommen wir zu meinem Haul. Die Tüte packe ich da erstmal raus. Ja, Primark. Primark in Dortmund. Schon mal schön Werbung machen für ein Primark in Dortmund in der Teegalerie. Nein, Scherz. Habe ich mir so einen wunderschönen graufarbenen Schlauchschal gekauft. Ja, ihr habt das ja mitgekriegt. Ich hatte mir ja selber einen gemacht aus diesem stinknormalen Schal, aber ich wollte jetzt halt mal einen Schlauchschal haben. Da sind hier an der Seite auch so Bilder, wie man das machen kann. Also wie man den verwenden kann. Ja. Hier ist halt das Preisschild. Er hat wirklich nur 4 € gekostet. Also ich bereue es nicht, ihn mitgenommen zu haben. Ich bin sogar heilfroh. Weil das ist so einer. Ja, wie mache ich das jetzt so, ne? Den könnt ihr euch auch wirklich, so wie ich das jetzt mache, so ummachen. Und könnt euch dann, ja. Also irgendwie so. Nee, das ist gerade irgendwie voll falsch. Naja. Wartet mal. So. Könnt ihr euch das so machen? Weil so tragen das auch teilweise Hollywood-Stars. Das habe ich mitgekriegt am Rande. Die, das fallen, egal, haben das auch so. Da haben die sich diesen Schlauchschal so umgemacht und haben dann so diesen Teil von hinten so als Kapuze drüber, dass der Kopf auch gewärmt wird. Finde ich halt auch praktisch. Ist halt zwei in einem. Aua, Mann. Jetzt reiße ich mir schon fast die Haare raus. Aua, 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 aua. Nicht machen. Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Stück. Kann ich auch wirklich eben nur ans Herz legen. Ah, dann habe ich mir bei Primark noch eine Eyeshadow-Palette geholt. So sieht sie aus. Da ist vorne sowas drauf. Und sie hat 2 € gekostet. Die lag an der Kasse. Und da sind halt
so Lidschatten drin, ne? Da stehen auch die Namen und unten ist so ein Spiegel und man kann die Palette auch rausnehmen. Dann kann man sich ein Schmuckkästchen da draus zaubern. Finde ich auch süß. Ja, die Farben. Treasure, Moss, Galaxy, Cooper, Pyramia, Heidenbrown, Spear, Frost, Princess und Dusted. Da ist so ein richtig schöner Türkiston bei. Also die Farben gefallen mir auch gut. Ich habe sie gestern auch geswatcht. Könnt ihr die Namen lesen? Einigermaßen klein, ja. Also ich habe sie gestern auch geswatcht. Also die eine YouTuberin meinte auch, boah, du bist ja die ganze Zeit da am Swatchen. Das finde ich ja voll süß. Und ach ja, es war halt voll schön. Und wie gesagt, 2 Euro. Ich muss dazu sagen, die Textur von den Lidschatten ist wirklich gut. Also dafür, dass die 2 Euro gekostet haben, bin ich sehr stark überzeugt davon. Also das passiert bei mir auch nicht alle Tage. Gut. Machen wir jetzt einfach so weiter. Ich gehe jetzt mal nicht nach der Reihe, wie ich die Sachen gekauft habe, sondern fange jetzt einfach mal an. Da habe ich hier... ja, also da ist die Schrift schon so ein bisschen weg, weil ich das auch geswatcht habe. Aus der Catrice Las Vegas LE. Dieses ja, Eyeshadow Duo Quadro Dingsbums. Das finde ich halt auch schön und die Farben gefallen mir auch gut. Ich weiß, ich habe gesagt, ich kaufe mir nie was aus der Las Vegas LE, aber ihr kennt mich ja mittlerweile. Da habe ich mir doch was von gegönnt. Und dann kommen wir zu Only. Bei Only haben die eine Rabattaktion. Da bekommst du auf spezielle Oberteile eine spezielle Menge Rabatt. Und ich habe dieses wunderschöne Sternentop gesehen. Also okay, es ist grau, es hat schwarze Sterne und es